Hallo, liebe Zuschauer, begrüße euch einmal mehr zu Tarsus. Ich gebe einfach nicht auf, denn es kann ja durchaus sein, dass wir endlich mal wieder den roten Planeten erreichen. Gucken wir mal kurz in die Punkte. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass in der ersten Episode oder in der zweiten war es, dass ich da relativ weit oben stand in den Rankings? Jetzt bin ich 8407. Mit meinen 825 Punkten, die ich mittlerweile ja sogar verbessert habe. Die 1655 Punkte, die ich beim, ja, den bisher einzigen erfolgreichen Versuch erreicht habe, die hat er ja leider Gottes nicht gezählt, sonst wäre ich weiter oben. Schauen wir mal kurz in die globale Liste. Hier 1892, also keine Ahnung, wo ich wäre, so Platz 50 oder so, aber da sieht man mal, wie relativ selten es ist, dass man wirklich mit einem sehr guten Run dieses Spiel beendet. Erfolgreich beendet, weil beenden tut man es ja jedes Mal, aber irgendwie mit Trümmerteile im Weltall. Neues Spiel, neues Glück. Ja, ich denke, die können wir so mitnehmen. Obwohl, ne, mir gefällt... Na, eigentlich gefällt mir die Joy nicht. Plus 2 Assistenz ist zwar nicht unstark, aber ich mag den Yuri mehr. Der Yuri, Yuri Novak. Ist Kosmonaut. Von der Russland. Wieder 27. Also manchmal geht es ja auch mit 23 Schaden hier los oder weniger. Ich glaube, minimal ist 23. Weniger habe ich bisher, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber 27 ist schon wieder viel. Aber das ist kein Problem. Der gute Yuri wird als erstes hier rübergehen. Der hat ja keinen Bewegungsschaden. Und ich denke, da werden wir jeweils mit die beiden Fehler jeweils mit zwei Mann beseitigen müssen. Ich pack die Vieren rein, weil alles über drei ist schon nicht übel. Drei selber ist aber nicht so gut. Aber fällt eh nicht... Na, ich kann eh nicht neu würfeln. Egal. Die Dreier rein. Und die Allison bitte. Oh Gott. Das haben wir eigentlich auch anders ausgewürfelt, ausgemalt. Ja, das bringt natürlich gar nichts. Wie hätte sie das auch beseitigen sollen? Also das war jetzt, glaube ich, wieder ziemlich blöd von mir, dass ich das probiert habe. Was machen? Ich probiere es mit dem Pascal, dass er den Systemfehler hier reparieren kann. Wo Systemfehler an sich ist erstmal nicht so schlimm. Das heißt nur, dass uns keine Gesundheit des Schiffs abgezogen wird und keine Gesundheit der Besatzung. Halt nur, dass dieses Modul dann zurzeit nicht funktioniert. Dass man dort hier diese Spezialfähigkeit, dementsprechend die Krankenstation, nicht benutzen kann. Das Problem haben wir jetzt aber trotz 5-2-2 beseitigt. Das ist schon mal gut. Und jetzt bitte der gute Jean, würfel ähnlich viel. Auch wenn du nur zwei Würfel hast, versuch das Problem ja zu beseitigen. Komm, eine 6 dabei. Ja, oder 2,5, das ist auch wunderbar. Wunderbar. Erste Runde wieder überstanden. Puh. Also wenn man die erste Runde übersteht, dann ist man schon fast am Ziel. Kein Bewegungsschaden, minus 1 für uns. Dann hat er nur noch einen Lebenspunkt, das ist nicht gut. Obwohl, er könnte es hier ruhig auf sich nehmen. Er hat genug Lebenspunkte. Aber wir nehmen lieber plus 1 für uns, minus 2 für... Na, das ist auch nicht gut. Dann ist das Schiff fast hinüber. Dann lieber minus 1 für die beiden. Das ist dann nun mal so. Das ist dann nun mal so. Ein Würfel haben wir nur zu verteilen. Au, 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 au. Kriegt natürlich unser Mechaniker. Auch wenn er nur 2 Lebenspunkte hat. Ja, okay, komm. Das ist machbar. MFFA-Schaden. Medizinischer Fingerfertigkeitsassistent. Mhm. Richtig. Wenn man so einen Unsinn dauerhaft an Bord hat, dann muss man sich auch nie wundern, dass alles kaputt geht. Aber das Problem haben wir beseitigt. Sehr nett. Jetzt haben wir insgesamt 5 Würfel für 14 Schadenspunkte. Und ich werde wieder nicht in der Lage sein, Nahrung zu produzieren. Ah, es ist schon übel, dieses Spiel manchmal. Richtig übel. Dann wird es noch schlimmer. Und ich kann nicht neu würfeln, weil eine Stasis gefallen ist. Schlimmes Spiel. Das Spiel ist ziemlich slim zu mir. Ah, das passt ja genau. Wie die Faust aufs Auge. Was macht er jetzt mit seinem einen Würfel hier? Nahrung produzieren kann er nicht. Kann er irgendwas reparieren? Die Assistenz erhöhen wäre, glaube ich, jetzt das Beste. Oder er könnte sich selbst gesunden. Das bringt nicht sehr volle Gesundheit. Stress reduzieren. Gilt auch nur für ihn. Wie viel Stress hat er denn? Na, bis zur Hälfte. Ich versuche mal mit ihm hier ins Labor zu gehen. Dort kann man dann die Assistenz erhöhen, die dann in die nächste Runde dann mit rübergenommen wird und dann für jeden Würfelwurf gilt. Würfelwurf, Wurf, Würfel, Würfelwurf. Passt. Zack. Volle Assistenz.
plus 2 Assistenz, minus 20% Stress, plus 1 Gesundheit, minus 1 für die beiden. Auch wenn wir volle Assistenz haben, werde ich das jetzt wählen, weil wenn wir minus 1 nehmen, minus 1 für uns heißt doch, dass der Pascal wieder dann minus 1 Gesundheit bekommt, oder? Das wäre nicht so gut. Na komm, machen wir. Ist egal. Ja, Nahrung haben wir nicht zu verteilen. Und 3 Schaden. Wieder nicht machbar. Wir haben praktisch verloren, oder? Das werden wir nicht reparieren können hier. Das genauso wenig. Also eins von beiden werden wir reparieren können, vermutlich. Aber das bringt uns alles nichts. Wir müssten das reparieren können. Also muss der Pascal darüber. Nimmt bitte einen Gesundheitsschaden. Das ist nun mal so. Aber 3 Gesundheits- oder 3 Höhlenschaden können wir uns nicht erlauben. Oh. Pack das in die Forschung. Dieser eine Augen, dieser eine Punkt macht auch nichts. Der Pascal auch einmal hier rüber, nimmt natürlich auch einen Schaden, dadurch, dass er durch dieses Modul hier durch muss, welches kaputt ist. Ich liebe es. Ich liebe es, wie sich die Sechsen immer wegdrehen. Ja, alles noch besser als eine 4 zu würfeln. So, komm. Allison. 5 oder 6. Oder Dode. Sehr schön. Überleben wir wenigstens noch eine Runde. Kriegen noch gleich einen Würfel abgezogen. Hurra. Nichts zu essen. Aber jetzt glaube ich die Runde, wo wir jetzt Kannibalismus auswählen dürfen. Na, das würde ihn töten, den Juri. Deswegen plus 1 Schiffgesundheit, minus 1 Gesundheit für die beiden. Toll, wir verlieren auf jeden Fall einen. Entweder verlieren wir Juri oder wir verlieren Pascal. Pff, ja, so, ich, wisst ihr was? Das mache ich jetzt mal ernsthaft. Ich werde jetzt eine Münze würfeln. Ich habe jetzt nur ein 2-Euro-Stück. Zahl, Juri lebt und Kopf, Pascal lebt. Zahl, Juri lebt, Kopf, Pascal lebt. Das ist Kopf. Pascal lebt, Juri tot. Ja, tut mir leid, Juri. Aber so ist das, wenn man sich auf Glücksspiele verlässt. Ja, eigentlich hätte ich jetzt würfeln müssen. Jetzt habe ich ja leider keinen Würfel zur Hand gehabt. Das mache ich das nächste Mal. Da suche ich mal einen Würfel raus. Da wird gewürfelt. Ja, klar. Mach alles kaputt. Gar kein Problem. Tja. Gehen wir jetzt erstmal mit dem Jean hier zum MRA-Ausfall. Das muss auf jeden Fall repariert werden. 3 Schaden haben wir, die uns jeweils Schaden am Schiff zufügen. Mal kurz nachrechnen. Wenn ich den da reinpacke, den da. Kann ich die 3 und 4 da unten reinpacken? Was bringt mir das? Plus ein Flicken fürs Schiff. Das wäre schon mal nicht schlecht. Und erstmal so. Zack, ein Gesundheit dazu. Packen den nochmal da rein. 7 Reparatur für ein Modul. Im Hinterkopf behalten. Dies im Hinterkopf behalten. DPS. DPUS-Ausfall. Ne, da packen wir den Pascal rein. Oh, die haben beide nur einen Lebenspunkt. Also Leute, ich weiß, ihr würfelt gerne niedrig, aber diesmal verkneift euch die Zweien. Sauber. Guter Mann. Mal die 1 da rein, reparieren erstmal und packen dann die 5 da rein. So, dann können wir nämlich hier noch die 5 reinpacken, plus 1 fürs Schiff, hier die 6 rein und ja, die 4 können wir einfach hier unten reinpacken. Ja, klingt nach einem Plan. Gut, haben wir das auch wieder geschafft. Jetzt den VOSB-Ausfall. Den sollten wir doch auch noch reparieren können. 14 Schadenspunkte. Komm. Ja, gut. Das passt. Plus ein Neuwurf. Ich packe die 6 mal hier unten rein. Da wird die zur Seite gelegt. 3 da rein. Obwohl, das passt ja. Packen wir die 3 da auch noch rein und können dann hier mit der 6 die Assistenz erhöhen für die nächste Runde. Au!
plus 1 Nahrung minus 1 Gesundheit tötet den Pascal. Plus 1 Assistenz minus 1 Würfel für ihn. Dann wird Allison also einen Würfel abgezogen, aber es gibt plus 1 Assistenz. Wir haben schon 3 Assistenz, was aber immer noch besser ist, als den Pascal, also Pakal, zu töten. Und wenn wir schon mit Kannibalismus angefangen haben, dann können wir jetzt auch weitermachen. Wird uns hier nur von der maximalen möglichen Gesundheit abgezogen. Ne, nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht neu dabei sind. 1, 2, 3, 4, 5 Gesundheit hat der Pascal maximal, wenn ich jetzt einmal Fleisch gebe, also menschliches Fleisch, wird ihn ein maximale Gesundheit abgezogen. Der Pascal auch. Wir haben zumindest alle volle Würfelzahl. 26 Schaden zur Reparatur. Minus 2 Gesundheit. Muss repariert werden. Pascal, bitte, was du würfelst, keine 3, keine 4 und am besten auch keine 2. Nur 6. Nur 6. 6 sind eigentlich mal gut. Würfel doch einfach 6. Au! Sag mal! Ey, das ist ja jetzt aber selbst zuzuschreiben. Mein Gott, wie kann man so einen Mist würfeln? Eieieiei. Nee, komm, du musst da rein. Da bringt ja alles nichts. Wie soll man denn 26 hier reparieren? Lass das Ding doch abbrennen. Ja! Hier unten irgendwas? Nee. Du hast einen Würfel auf dem Besatzungsmodul. Würfel wieder erhalten. Darf ich dann neu würfeln, wenn ich die Würfel wieder erhalte? Fülle Würfel für das aktive Besatzungsmitglied wieder auf. Natürlich nicht. Schade, wäre aber zu schön gewesen. Macht aber gar nichts. Wir haben ja noch die Allison. Die kann das auch reparieren. Ja, die muss das reparieren, sonst stirbt sie in der nächsten Runde. Stirbt eventuell auch so, wenn sie jetzt nämlich eine 4 würfelt. Ja, da ist er allein. Der Jean Olové. Kriegt auch noch einen Würfel abgezogen. Ist total gestresst, der junge Mann. Hat nichts mehr zu essen. Plus 3 Gesundheit, minus 1 Würfel. Ich meine, egal was wir jetzt machen, das ist Quark. Weil er kann sowieso nichts bewirken. Ja, essen brauchst du jetzt nichts. Bist ja noch gut genährt. Ja, klar. Unser Schiff wird wieder total zerstört. Ja, was sollen wir denn mal versuchen zu reparieren? Komm, wenn wir schon mal hier sind. Die Kälteplatte. Die Kälteplatte ist immer noch kaputt. Kälteplatte. Hört sich an wie kalte Platte. Lecker kalte Platte. Ja, aber ist, glaube ich, damit nicht gemeint. Au! Gott sei Dank gibt's die Assistenz, die uns gerettet hat. Ja, super. Und nu? Ist da was? Das geht nicht. Nein, dann würfel was anderes. Keine 5. Dann kannst du ihn wenigstens nochmal zu Hause anrufen. Hier, komm. Ja, hallo, Schatz. Ja, leider. Ich sterb jetzt. Tschüss. Hoppala. Es ist schon echt. Also eigentlich bin ich nicht so frustresistent, ja. Ich schmeiß gerne mal hin und hol gerne mal Cheats raus, wenn ich nicht weiterkomme, gerade wenn es in Let's Plays ist, weil ich euch nicht damit langweilen möchte, euch tausendmal die gleiche Stelle zu zeigen. Jetzt bei irgendwelchen Rollenspielen, wie zum Beispiel. Möchte jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich möchte jetzt keins der kommenden Projekte spoilern. Aber da habe ich dann das eine oder andere schon mal Cheats rausgeholt, um halt weiterzukommen, damit ich euch nicht immer das Gleiche zeigt. Im Prinzip zeige ich euch hier das Gleiche, aber ich kann mich nicht davon lösen. Es ist Tarsis und ich versuche Tarsis zu besiegen. Bisher habe ich nur einmal gewonnen und ich weiß jetzt 16, 17, 18 Mal verloren. Das ist schon übel. Wie gesagt, eigentlich bin ich nicht so frustresistent und lasse es dann auch gleich lieber ganz sein, aber das Spiel hier, das zieht mich doch immer wieder zurück in seinen Bann. Ich weiß nicht, wie es das mit euch verhält. Irgendwie, irgendwas hat das Spiel. Also es ist auf jeden Fall sehr frustig, das ist es auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, wir werden auch weiterhin Tarsis spielen, ja, gar keine Frage. Aber für heute war es das. Wir sind wieder mal tot. Ja, 582 Punkte ist auch nicht so toll. Naja, was sollen wir machen? Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.